Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer weiteren Folge Brunwelt. So, ich habe ja gesagt, wir machen hier direkt weiter. Wir sind gerade aus dem Dungeon gekommen. Wer das nicht gesehen hat, die letzte Folge, schaut sie euch an. War ganz lustig. So. Hier haben wir auch noch lauter Pols. Die haben wir schon einmal, ne? Im Poldeck. Ja, die kann ich später auch immer noch alle so fangen, würde ich sagen. Wir schauen uns jetzt hier mal weiter um. Wie gesagt, wir brauchen auch noch Honig. Ich suche auch noch einen Bauplatz. Und ich würde sagen, wir gehen mal erstmal hier so in die Ecke weiter, ne? Dann würde ich sagen, müssen wir da zum Teleporter. Sie ein bisschen mit System vorgehen. So, dann würde ich sagen, erkunden wir erstmal hier so den Abschnitt in dieser Folge. Dann machen wir mal wieder in dieser Folge so ein bisschen Erkundungstour. Oh, da auf die hier, auf die Robin-Quill, da müsst ihr aufpassen. Die können ganz gut austeilen. Und die sind aggro, ne? Also wenn man da zu nah dran kommt, greifen die einen an. Und die haben richtig bösen Flächenschaden auch. Da will ich aber auch noch ein paar von haben. Den kann ich noch nicht sehen. Entscheidend. Er ist tot. Oh, guck mal, hier ist direkt ein Lager. Dann mal rein hier in die gute Stube. Oh, wer bist du denn? Ich glaube, dich hatten wir auch noch nicht, ne? Ich befreie den einfach mal, während die da hinten am Kämpfen sind. So. Ach doch, Nox. Klar haben wir den schon. Den habe ich auch schon Bekanntschaft gemacht. Wegen denen bin ich auch schon mal gestorben, weil die sich im Kampf eingemischt haben. Ja, keine Chance hier. Level 15. So, Honig! Eben auf der Map schauen, wo sind wir? Also, wir müssen auf jeden Fall mehr so Richtung Südwesten erstmal. Ich laufe mal ganz gerne erstmal so die Ränder ab. Oh, pass. Dann nehme ich mal einen gelben. Ja. Die hätte ich schon ganz gerne. Die Dinger sind gemeint. Die explodieren nämlich gleich. Ja. Ja, komm. Einmal schießen wir noch, wenn wir Glück haben. Jawohl. So. Hat er noch ein bisschen Leben verloren. Das gibt's. Ja, wir müssen unbedingt unsere Fangeigenschaft verbessern. Dafür muss es Nacht. Ja! Dafür muss es Nacht werden. Dann sehen wir euch diese ganzen kleinen grünen Start. Auch leck mich doch eine Füße hier. Der killt mich sonst noch. Wie gesagt, die machen auch nicht schlecht Schaden.
Wir brauchen eindeutig bessere Waffen langsam. Hui. Hui. Die Geräusche teilweise. Ach, schön. So. Genau, wir laufen jetzt erstmal in die Richtung, Richtung Küste oder Klippe. Oh. Ja, wie gesagt, man darf die hier nicht unterschätzen, ne, in dem Gebiet hier unten. Da, die machen schon ganz gut Schaden, wenn man nicht aufpasst. So, das ist auch nicht groß genug hier. Ja. Nee, ich will eine Fläche haben, die wir komplett ausnutzen können. Okay, mit Töten kriegen wir auch nur einen Honig. Können wir uns auch genauso gut versuchen zu fangen. Na? Ja. Oh, die braucht viel zu lange zum Nachladen. So, wir haben ungenutzte Statuspunkte. Da schauen wir doch mal direkt rein. So, Werte erhöhen. Was trainieren wir denn noch? Ja, ich würde sagen, Angriff geben wir auch auf 10. Und dann mal gucken, ob wir noch ein bisschen was Gewicht vielleicht noch auf 10 gehen. Und der Rest geht dann, glaube ich, in Leben. Wobei, ich weiß nicht, ob man dann später noch so viel Gewicht braucht. Ich glaube, wir verteilen den Rest erstmal so ein bisschen auf Leben und Angriff. Und vielleicht Ausdauer vielleicht auch noch ein bisschen. Mal schauen. So. Wie gesagt, hier mal so an der Küste entlang. Vielleicht finden wir ja auch hier irgendwo noch... Wo will der denn hin? Ach, da unten. Schauen, da waren wir auch noch nicht. Da hinten scheint auch ein Boss zu sein, neuer. So, oh, da auf jeden Fall noch mal eine Truhe. Und es wird dunkel und ich habe kein Flugmount dabei. Ne? Denn Nighthawk, den hab ich nämlich im Lager gelassen. Aber ich glaube, wir holen uns hier hinten schon mal den Teleporter. Hier müsste, da hinten ist er. Ich sehe ihn schon, da ist ein Teleporter. Und Gopfin, den haben wir auch noch nicht. Ich hoffe nicht, dass die Akku sind. Ich versuche es mal hier rüber zu schwimmen oder zu laufen. Die haben wir auch noch nicht. Da können wir uns auch noch welche von fangen. Ich glaube, die haben sogar Wasser 2 oder 3 sogar. Ich glaube sogar Stufe 3. So, hier hinten sind weniger. Ich weiß ja nicht, ob die miteinander verbunden sind. Oh.
gut, dann nehmen wir doch die Grün. Ich hätte mir erst den Teleporter holen sollen. Ach, Kehr. Ja, man unterschätzt das, ne? Man unterschätzt das teilweise, wie stark die dann doch sind. Na komm, dann gucken wir mal im Eisenlager vorbei, wie es da aussieht. Und dann packen wir uns den Nighthawk ein. Wieder. So. Wo ist er denn? Da ist er. Dann können wir doch ein bisschen fliegen. Aber wie gesagt, wenn das auch einer weiß, wenn ich hier nicht in der Nähe vom Lager bin, arbeiten die, glaube ich, gar nicht, ne? Weil die hätten doch in der Zeit, hätten die doch schon viel mehr Erz abbauen müssen. Hier war ja vorhin schon, also in der letzten Folge schon alles voll. Und das ist ja jetzt schon bald über eine Stunde oder fast eine Stunde her, dass wir das letzte Mal hier waren. Also Ingame-Zeit. Und ja, ich weiß auch nicht, da muss doch... Ich habe das Gefühl, dass die Pols nicht arbeiten, wenn man hier nicht in einem gewissen Einflussbereich ist. So. Dann geht's jetzt hier hin. Also wenn das auch einer weiß, bitte schreibt das mal in die Kommentare rein. Wir haben keine Fackel dabei. Hoffentlich erfriere ich. Jetzt erfriere ich auch noch, ne? Was brauche ich denn für eine Fackel? Ganz krass gesagt, Holz und Stein. Ah. Na komm, wir fliegen jetzt. Nein! Darf doch nicht wahr sein. Oh, Kehr. Ja, wieder einsteigen. So, dann machen wir uns aber jetzt auf jeden Fall eine Fackel. Sonst erfrieren wir nämlich. So, wo ist die Kiste? Da. So, wir brauchen Holz und Stein. Und dann brauchen wir eine Fackel. Und für die Fackel brauchen wir eine Werkbank, ne? Das heißt, wir müssen uns hier auch nochmal eben eine Werkbank hinsetzen. Da, komm. So, und dann machen wir uns hier mal ganz schnell eine Fackel. So. Und dann holen wir uns noch mal eben ein bisschen was zu essen. Gibt es ja hier auch. So. Aber erstmal. Achso, die Fackel noch mitnehmen. Fackel ausrüsten hier, so. Oh ja, und schon frieren wir nicht mehr. Jetzt ist natürlich ein bisschen überladen. Also in den ersten 14 Minuten schon zweimal gestorben. Schafft auch nicht jeder. So, wie gesagt, wir müssen uns hier noch ein bisschen was zu essen besorgen. So. Ach komm, wir nehmen die Pilze. Auch hier rüber fliegen, ne? Also hier entlang und dann darüber. Ja, ich würde sagen, das machen wir. Und wie gesagt, vielleicht finden wir unterwegs noch ein paar von diesen Startuhren. Ein paar brauche ich ja noch und ich glaube, 5 Stück brauche ich noch nicht. 5, 6, 4 habe ich. 11 brauchen wir. Mein Gott, ist das schwer. 7 brauchen wir noch, ne?
4 und 11, 4, 4 und 7 sind 11. Ja, Kopfrechnen, schwere Geschichte hier. So. Night. So, da ist er. Der Nightwing. So, und wir hatten gesagt, genau umgekehrt. So, Richtung Süd, Südwest, ist das richtig? Nee. Nordost, ne, wenn ich das richtig. Einen Moment, so. Ja, das ist so die richtige Richtung. Dann wollen wir mal. So, wir fliegen mal ein bisschen höher. Vielleicht sehen wir ja hier schon eh. Ja, guck mal, da hinten ist was Grünes. Aber jetzt die falsche Richtung. Den holen wir uns später noch. So, guck mal, da hinten ist auf jeden Fall ganz was Grünes am Leuchten. Und wir sind in die richtige, der richtigen Richtung unterwegs. Da oben ist auch schon mal was. Dann fliegen wir doch schon mal in die Richtung. Ja, unsere Ausdauer ist weg. Zum Glück nehmen wir keinen Schaden, wenn wir im Flug keine Ausdauer mehr haben und dann absinken. Hier ist auch ein Boss. Hatten wir den schon? Nee, den Picking, den haben wir auch noch nicht gemacht. Okay. Da hinten sind wir gestorben. Aber wie gesagt, ich würde hier gerne erstmal noch so ein bisschen an der Küste entlang fliegen und gucken, ob wir hier irgendwo was sehen oder finden. Das Schöne ist ja, im Dunkeln leuchtet ja alles. Ne? Und da gibt es auf. Da gab es noch einen Teleport, habe ich gesehen. Was ist das? Oh, da gibt es glaube ich noch mal ein bisschen Lore. Die nehmen wir natürlich auch mit. Schauen wir uns gleich an. Aber erstmal hier zu dem Teleporter. Ist auch ein schöner großer Platz, wie das aussieht. Das könnte groß genug sein hier unten. Aber wir schauen noch mal. Wie gesagt, da hinten sind wir gestorben. Da oben ist nichts, ne? Das wird man sehen. Aber die Sonne geht auch schon wieder auf. Eier haben wir noch gar nicht so gesehen. Na gut, ich weiß gar nicht, ob man die Eier im Dunkeln überhaupt sieht, aber ich glaube, die leuchten auch. So, bevor wir die dann gleich angreifen, holen wir uns auf jeden Fall erstmal den Teleporter da. So, hier ist nichts, ne? Ich hoffe mal nicht, dass die Akku sind. Aber ich glaube nicht. So, wie gesagt, wir nehmen erstmal schnell unsere Sachen hier. Sortieren können wir immer noch. Und dann erstmal hier die Startuhr. Grünbach! So.
Da ist, oh, was fängt da denn an? Ja, ich glaube hier, ja, ich glaube, da ist eine Wüste und da gibt es ein paar Ports, die ich ganz gerne hätte. Und da hätte ich auch gerne mehrere von. Die sollen nämlich für Mid-Game-Bereich ziemlich gut sein. So. Habe ich was Pflanzenmäßiges dabei? Natürlich nicht. Da hätte ich vorher dran denken können, ne? Blitz und Wasser. Ich glaube, Wasser bringt nichts, ne? Blitz und Wasser. Feuer und Wasser auch nicht. Ah, komm, dann lassen wir mal die Nightfall. Und absteigen. Absteigen. Ich hab's. Ah, shit, ich bin noch gar nicht ausgerüstet hier. Schnell die Armbrust. Alter, die haben in der Nightfall gekillt. Ist, oder? Ja. So, haben wir da auch schon mal zwei. Ach, da haben wir sogar schon einen von gefangen. Gehabt. Kann mich gar nicht dran erinnern. So, Akku sind hier aber glaube ich nicht. So, ich würde, ja, wir erkunden erst hier das Grüne. Und ist dann noch ein Teleporter oder haben wir uns den noch gar nicht geholt? Den haben wir uns noch nicht geholt, ne? Ja, so, jetzt aber. So, und wen haben wir denn hier? Vasket. Vasket. Was sagt denn unsere Spielzeit? Ah, 22 Minuten. Okay. Schauen wir uns jetzt hier eben noch ein bisschen um und dann gehen wir zurück, reparieren und dann holen wir uns hier den Boss, würde ich sagen. Oder versuchen es zu wenig. Versuchen es wenigstens. Oder das? Nee, das ist noch nicht die Wüste hier, ne? Und bei mir ist auch alles im Arsch, ne? Glaube ich. Doch aggro. Oder haben die uns jetzt nur, das will ich jetzt wissen. Oder haben die uns nur angegriffen wegen den von Typen von der Liga? Ich laufe einfach mal hier rein, mal gucken, was passiert. Hey, Alter, guck mal hier, die fressen den auch von der Liga.
und hier Kannibalismus. Die fressen ihre Artgenossen auf. Okay, vielleicht sollte ich nicht warten, bis sie sich hier satt gegessen haben. Aber bis jetzt, ne, die scheinen friedlich zu sein, ne? Oder? Ja, die sind doch nicht friedlich. Ja. Stück. So, die Kiste wollen wir uns noch holen. So, dann gucken wir uns hier oben noch mal um. Ach, guck mal an, wer da rumläuft. So, ich muss mal eben hier durchsortieren. Wir brauchen auf jeden Fall hier was zu essen. Die Pfeile kommen hier hin, die kommen dahin, das da. Ein bisschen Ordnung machen hier. So, der Rest ist eigentlich egal. So. Wo ist denn da ist der Knüppel? Wo sind sie hin? Da. Ist tot. Nein, ist der zweite auch noch tot. Mann. Tomatensamen. Okay. Haben wir, glaube ich, auch noch nicht gehabt. Tomatensamen. Ne, das ist so ein normales Ei. So, was hat mir gesagt? Wir wollten jetzt hier hinten oder oben erstmal umgucken. Ach, guck mal, da sind wieder diese Bienen. Ich würde interessieren, wenn wir davon einen von gefangen haben, ob die Honig produzieren. Oh, ich muss auch, wie gesagt, ich muss. Nein, 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 nicht explodieren! Alles soll nicht explodieren, lass mich in Ruhe! Ah, okay. Aber einen haben wir, glaube ich, gefangen. So. Ja, einen haben wir gefangen. Und Farm 1. Die werden mit Sicherheit Honig herstellen. Das wäre so geil. Ab, ab, ab. Erstmal ins andere Lager. Da müssen wir sowieso erstmal reparieren. Dann machen wir das jetzt so. Aber das ist ja so gemein, ne? Dass die Polzern ein oder sich in die Luft sprengen. Nee, C muss ich doch drücken. So. Ist schon krass.
So. Natürlich haben wir nichts ab. Ach so, wir müssen uns ja erst die Rüstung wiederholen, sonst können wir ja gar nicht. Aber was wir machen ist, wir packen auch, wenn wir schon mal hier sind, wir packen auf jeden Fall die Biene hier rein. Was macht er denn? Transport. Ja, komm. Du fliegst raus und du, der macht alles hier, ne? Säen, Transport, Handwerk. Ich... Schau mal, hä, wo wolltest du hin? Pass mal auf, ich nehme dich mal. Oder muss ich mich erstmal dran gewöhnen, dass das jetzt Zau ist. Und dann schmeiße ich dich mal hier rein. Und ich hoffe, die produziert hier Honig. Ich weiß nicht, wo sie hin will. Doch, das ist da drin, ne? So ein... Also hier haben wir auf jeden Fall keinen Honig drin in der Kiste. Hier ist auch kein Platz für Honig. Und hier ist auch noch kein Honig drin, ne? Ja, wir werden es nachher sehen, ob die Honig produziert. So. Dann müssen wir unseren guten Nighthawk hier mal reinpacken. Erstmal nochmal durchsortieren hier. So, dann kommt der gute Nighthawk hier rein, damit er sich wieder korrigieren kann. So. Hier kommt ein Chillet, nehmen wir mal raus. Wir nehmen hier wieder von der Catres eine mit, aber ruhig eine kleinere, hier Stufe 23, kann ich noch ein bisschen leveln. Wir nehmen, glaube ich, hier so ein Pflanzen mit, ne? Komm, wir nehmen. Auch zwar nur 22. Oh, wenn ich das hier schon wieder sehe, ne? Leute, Leute, Leute. Könnt ihr nicht mehr aufräumen hier? Schmeißen das mal an. So, damit die hier alle was zu tun haben. Ja, ich krieg sofort wieder was zu futtern. So, gut, dass wir hinten. Wo war das denn da? So. Wenn wir von denen Abstand halten, ne? Wir müssen da hinten hin. Können auch hier rumreiten. So. So, die Samen schmeiße ich weg, die brauchen wir nicht. So. Oh, da ist ein Ei. Da ist ein Ei. Nehmen wir auch mit und markieren uns natürlich die Stelle hier direkt. So. Da hinten ist unsere Leiche. Oh, was ist das denn? Die Bienenkönigin? Alter! So.
So, wo ist das Gold? Da ist das Gold. So, dann machen wir es so. Genau, greift ihr die mal an und ich fange die ein. Nein, die explodiert, ne? Jetzt haben sie es natürlich auf mich abgesehen. Aufpassen, ich hier gleich schon wieder sterbe. Wegen so einem Mist hier. Alter! Sind wir überladen? Wieso sind wir überladen? Wir sind aber nicht viel überladen, ne? So. Ich laufe jetzt nach da oben, da müssen wir sowieso erstmal zurück zum Teleporter. Und ins Lager, bevor wir uns hier mit dem Boss anlegen und reparieren. Oh. Da haben wir noch gar nicht nachgeguckt, was der kann. Ne? Da haben wir jetzt auch, glaube ich, einen von gefangen. Mache ich auch noch mal schnell, bevor wir das vergessen. Wo ist das denn? Da, ach nee, haben wir doch noch keinen von gefangen. Hat das nicht geklappt? Ich dachte, wir hätten den gefangen. Nox. Ach, den hatten wir hier doch noch nicht. Den hatten wir im Stream, haben wir den, glaube ich, schon gefangen. So, wie gesagt, ich schaue mich noch mal eben um. Da ganz oben könnte natürlich auch noch was sein. Die Pistole brauchen wir so lange, bis sie wieder aufgeladen hat. So, ne, hier ist nichts. Und da, oh doch, da unten. Guck, das hätte ich jetzt nicht gesehen. Wenn wir da oben nicht raufgeklettert wären. So, ich glaube, wir klettern dann auch noch mal eben hier oben drauf. Und gucken, ob wir von da oben vielleicht auch noch was entdecken können. Aber ich glaube nicht. Aber sicher ist sicher. So, da hinten ist auch nichts. Nee, nee, nee. So, wo war denn der Teleporter? Der ist irgendwo da hinten, ne? Ja, ich glaube, wenn wir solche Strecken, solche Aktionen machen, wie mit dem Fliegen und Gleiten und alles, ich glaube, da werde ich dann doch nochmal meine Ausdauer erhöhen. Da ist der Turm. Da wollen wir hin. Einfach nur schnell hier hin. So, und dann zurück ins Lager.
einmal reparieren, bitte. Das wird teuer, glaube ich. So, gut, das ist noch kostengünstig. Das natürlich auch. Kostet ein bisschen Eisen. So, das Schild kostet uns aber antikes Bauteile. So, und hier brauchen wir nur Palladium und Metallbarren. So. Samen habe ich, glaube ich, oben in der Kiste. Jawohl, und Tomatensamen hatten wir hier auch noch nicht. So, die Dinger könnten wir mal verkaufen später, genauso wie die Teile, ne? Ja, wir brauchen aber noch mehr Tomatensamen. Ich glaube, wir brauchen 3 Tomatensamen, um Tomatenfeld später bauen zu können. Ja, ich weiß, ich habe hier eine Pistole mit 20 Schuss. Oder ist zu wenig Munition? So, da haben wir noch mal Medizin. Oh, guck mal hier. Hauen wir doch mal da rein. Wie lange braucht das? Ja, 5 Minuten. Ist ja auch nur ein normales Ei. So, da haben wir noch ein Rezept gefunden. Die auch mal da rein. So, ach, das hätte auch oben in die Kiste gemusst, egal, so. Jetzt geht auch noch mein Telefon hier. Da muss ich mal kurz dran. So, Entschuldigung. So, kann weitergehen. So. Knochen. So. Knochen packe ich da mal mit rein. So, der Honig kommt mit in den Kühlschrank. So, das kann da noch rein. Ja, komm, da haben wir satt und genug von den Bärensamen. Die bekommen wir auch immer wieder. Was mich interessieren würde, ist, haben wir jetzt irgendwo Honig? Ja, guck mal hier. Oh, guck mal, wir können Torten machen. Aber ich mache noch keine Torten. Die machen wir erst, wenn wir die Zuchtstation haben. Aber das könnten wir dann auch alles, das werden wir dann auf jeden Fall in der nächsten Folge in Angriff nehmen. Wir werden jetzt noch 1 oder 2 Bossfights machen, die wir noch nicht gemacht haben. Und, ach nee, das muss ja alles hier raus. So muss das. Das muss ja in den Kühlschrank. Der Honig muss nicht in den Kühlschrank, aber ich packe den da mal mit rein. Weil dann hat man alles zusammen, ne? So, das Fleisch kann auch da rein. Das Brot nehme ich nochmal mit. Das verkaufen wir später. Händler und das packe ich noch oben in eine Truhe. Dann gehen wir schlafen. Vielleicht ist das Ei dann ja auch so weit. So, ich gehe mal in den Steinschluck. So, etwas kalt. 2 Minuten noch. Achso. So, pass mal auf, das packe ich mal dahin.
Also wie gesagt, wir haben alles repariert. Ich könnte schon mal wieder ein paar Pfeile anschmeißen. Wir können auch mal gucken. Können wir uns das große Schild machen? Okay. Da fehlen uns Elektrodrüsen, ne, für den Betäubungsknüppel. Da haben wir die Giftpfeilarmbrust. Achso, haben wir sogar gelernt, Gift- und Feuerpfeile. Aber da brauche ich dann auch die speziellen... Ich finde das schade, dass man, ne, mit der Armbrust nicht auch die Feuer- und Giftpfeile abschießen kann, dass man da wieder eine extra Armbrust für dabei haben muss. Finde ich eigentlich Quatsch. Okay, ist so, aber ich finde es absoluter Quatsch. Ne? Als wenn nur die Armbrust Giftpfeile abschießen könnte. Oh, da ist schon wieder einer krank. Verstauchung. Haben wir was gegen Verstauchung? Erschöpft oder depressiv? Was war das nochmal? Magengeschwür oder Knochenbruch? Und da haben wir Verstauchung. Da haben wir noch oben was in der Kiste. Dem können wir sofort helfen, dem Kleinen hier. So. Das Ei ist dann auch gleich fertig. So, dann schauen wir mal hier. Wie gesagt, das könnten sie auch noch ändern, dass wir nur Teammitglieder heilen können. So. Dann muss ich jetzt erstmal nochmal wieder einen wegpacken hier. Nightfall tausche ich auf jeden Fall schon mal wieder aus. Nightfall, Nightwing. Wobei. Ich guck noch mal eben. Sonst vergesse ich das. So, mit 32 oder 33, weiß ich gar nicht mehr. Nee, so. Aber ich sehe gerade, das müssen wir auf jeden Fall lernen. Elektroschrottgranate, Tomatenhacker lernen wir auf jeden Fall. Den Hexenkessel. Der erhöht das Arbeitstempo von Arzneimittelherstellung. Und den ganz großen und die große Kiste hier, die brauchen wir auch auf jeden Fall. So, und ja, wir müssen noch ein Level machen. Ein Level müssen wir noch machen. Gut. Ja, und das bauen wir dann auch in der nächsten Folge, denke ich mal. Normaler Futter, eine Mega. Achso, da brauchen wir zwei Punkte deshalb. Gut. Was wollte ich denn jetzt machen? Jetzt habe ich das schon wieder ver... Achso, wir müssen den Kleinen hier... Dann tausche ich den nochmal aus. Der braucht ein bisschen Medizin, ne? So, dann ist der auch wieder gesund. Der muss natürlich unser Trafo immer schön aufladen. Damit, wenn wir dann Strom brauchen, auch Strom da haben. So... Du kommst hier unten wieder. Da. Jetzt so. Und wir sind dann soweit wieder Startler, ne? Sind soweit startklar. Wir haben ja was zu essen hier. Unsere marinierten Pilze geben uns sogar Geisteskraft. Oder wir haben ja keine Geisteskraft in dem Sinne. Aber bei die Pols würden davon sogar noch Geisteskraft wieder bekommen. 7. Okay. Wir haben noch nicht gesehen, dass man was essen die Geisteskraft wieder bekommt. Das sollen die alle machen, das aufräumen hier. So. Genau, die können wir nicht bewässern. 2. Da haben wir nämlich schon einen. Stimmt, wir hatten schon einen. So, okay. Das brauchen wir später nachher für unsere große Farm. So. Wir gehen jetzt hin. So, das war 38er, nee, das ist noch ein bisschen zu groß. Ja komm, wir machen hier den 15er, den Pinking oder King Pico, wie er heißt, machen wir eben.
Und dann kümmern wir uns um den anderen Boss. Mal gucken, was hat er denn für ein Level überhaupt? Schaffen wir den überhaupt hier hinten? Level 30er, ja. Und Warscat kenne ich noch nicht. Bin ich mal gespannt. So, und die Sternchen können wir hier auch wegmachen. Die habe ich mal gesetzt, überall Sternchen, wo ein Lager war, wo wir Pauls kriegen. Aber man sieht es ja anhand des Rauches, ne? Wenn da ein Lager ist. Deshalb braucht man da gar keine Sternchen setzen. Und hier ist ein Händler. Deshalb habe ich hier eine Kiste gesetzt. Da ist auch nochmal ein Händler, wo man Pauls kaufen kann. So, da oben müssen wir hoch. Was ist denn stark gegen Wasser? Aber wir lassen erstmal den Elektro. Eisvogel, oder? So. So, wo ist er denn? Da. Ach, guck mal, der hat sogar Verstärkung hier. Oh, doch erstmal die Kleinen weg. Oh, ich sehe schon, wir müssen hier in Bewegung bleiben. Fangen, wunderbar, genauso wollte ich das, genauso. So, und dann wollen wir mal gucken, ob wir den anderen auch noch gefangen kriegen. Da ist der Teleporter. Nö, Leute, muss das sein? Ja! Komm, wir flüchten jetzt. Da habe ich ganz ehrlich jetzt kein. Oh, da ist auch nochmal ein Dungeon. Aber da habe ich jetzt keine Lust drauf, mir hier von denen meine ganze Ausrüstung kaputt machen zu lassen. Wir wollen den. Nein! Komm her! So, wo war der Boss denn nochmal? Verdammter Mist. Da hinten ist er. Was blieb das so? Munitionskisten sind das, glaube ich, ne? Jawohl. Pistolenmunition. Was ist hier nochmal? Leder. Ja, nehmen wir da auch mal mit. So. Muss mal eben schauen, wie es hier aussieht mit meinem Team. Ach, leck mich doch eine Füße hier. Gibt's doch wohl nicht. So, ich glaube, hier oben sind wir ein bisschen in Sicherheit, hoffe ich. Ja, jetzt lassen sie uns in Ruhe. So, jetzt können wir eben noch mal schauen, was unser Team hier macht. Okay, sieht gut aus. So, die Armbrust. Und dann mal rein in die gute Stube. Was ist das denn? Hat Mistkämpfe, Alter. Dann können wir. Thank you.
abgesehen, ne? Wir würden ja unbedingt einen reindrücken, habe ich das Gefühl. Univolt hat die... Ah, Univolt ist hier unten, ne, noch nicht ganz. Schon mal die gelbe Serre. Wobei ich kann, könnte ein 30er. Ah, könnte ein, ich hänge fest. Ah, mein Schild ist weg. Wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen Ausdauer später trainieren. Wenn wir später noch mehr ausweichen müssen und so, dann könnte es teilweise echt knapp werden. Schon ganz andere mit 14% geschafft. Jawohl, wir haben ihn. Wir haben ihn in Wasket oder Set. Level 30. Was? Ich konnte das jetzt gar nicht so schauen. Da muss ich mir später selber in der Aufnahme nochmal angucken, was da stand. Irgendwas mit Polarlicht. So, dann gucken wir noch mal eben schnell im Poldex nach. Der, ich schätze mal, der wird auch ein bisschen weiter unten sein. So, ja genau, da ist ja noch mal die Biene. Genau, mögliche Beute, Honig. Elisabeth, genau, das ist die andere. Die haben wir noch nicht, da haben wir noch keine Daten drüber. So, wo ist er denn? Da ist er. Erdegras. So, der kann aus Holzzellen 3. Okay, Handwerk Level 1. Transport 3 und Holzzellen 3. Ah, cool. Aber den hätte ich aber auch gerne erstmal mit bei mir im Team. Ne? Da haben wir wenigstens einmal so Gras, Erde, dass wir alles so ein bisschen abgedeckt haben. So, wie sieht es denn aus mit unseren Erfahrungspunkten überhaupt? Inventar, wo kann ich denn noch... Da, nee, das ist Gewicht. Wir hatten kein Level Up, ne? Doch, hatten wir nicht. Wir haben jetzt hier nur 3 Punkte, weil wir den Boss besiegt haben. Tragbare Laterne. Giga-Enterhaken-Pistole, ja, die hat eine höhere Reichweite.
Viel Suchsperrwerfer, okay. Ja, da kommen ein paar lustige Sachen auf uns zu, das finde ich gut. So, 33, den hätte, wie gesagt, den hätte ich gerne. Aber 33 dürfte doch gar nicht mehr so weit weg sein. So, hier müsst ihr da oben. Ja, guck, das ist auch gar nicht mehr so weit. Müssten wir in der nächsten Folge schaffen können. So, um Honig brauchen wir uns auch keine Sorgen mehr machen. Das heißt, wir suchen uns in der nächsten Folge definitiv einen Platz, wo wir ein neues Lager bauen. Ich werde jetzt offscreen nochmal so ein bisschen die Gegend hier erkunden. Vielleicht finde ich ja hier noch einen schönen Platz, weil da braucht ihr, glaube ich, nicht dabei sein. Und wenn ich einen schönen Platz gefunden habe, dann werden wir da in der nächsten Folge natürlich direkt anfangen zu bauen. Vielleicht werde ich schon mal eine Kiste hinsetzen und ein Poldex, damit wir dann und da schon mal die Materialien rüber schaffen. Weil ich will diesmal einen Stein bauen und da werden wir sehr viel Stein brauchen. Und das werde ich dann, glaube ich, schon mal Stein und alles das Nötigste rüberpacken, dass wir dann direkt mit dem Bauen anfangen können. Weil ich glaube, das macht keinen Sinn, wenn ich hier einen Let's Play mache, wo ich dann die erste halbe Stunde nur hin und her reise zwischen den Lagern, um die Materialien hin und her zu schleppen. So. Aber ansonsten bedanke ich mich erstmal wieder fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Und wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst auch bitte einen Daumen da und auf jeden Fall ein Follow oder umgekehrt. Und dann bis zum nächsten Mal. Euer Lataxis. Bye, bye.